Ich möchte mich trotzdem ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Oliver Schirmer und mein Team und ich, wir schauen ja, dass oder wir kämpfen tagtäglich dafür, dass möglichst ja viele Menschen ja sich gegen diese steigenden Energiekosten wehren. Ja, wir kämpfen dafür, ja, dass unsere Kunden nie mehr zu viel für ihre Energie zahlen als notwendig ist und vor allen Dingen wir ja bieten jedem Menschen einen Plan B an, eine Chance an. Ja, mit den Dingen, die im Leben, wo man im Leben unzufrieden ist, diese einfach abzustellen, ja, dadurch, dass wir ja eine tolle berufliche Perspektive bieten, wo jeder ja seinen Lifestyle so kreieren kann, wie er das möchte. Gut, also, um was soll es heute gehen? Ich möchte das Ganze auch so kurz wie möglich fassen, ja, und nicht allzu lange machen. Falls es irgendwie technische Probleme eurerseits geben sollte, einfach ja auf die Aufzeichnung warten. Ich werde die dann natürlich dementsprechend auch wieder ja zur Verfügung stellen. Also zuallererst möchte ich ja auf die Situation im Energiemarkt eingehen. Dort einmal die Kundensicht beleuchten, dann die ja die vertriebliche Sicht auch uns nochmal anschauen. Und dann ist immer wieder so eine Frage, die aufkommt. Ja, wie baue ich mein Geschäft von null an auf? Ja, und da will ich ganz kurz ein paar Wege beziehungsweise einen Weg skizzieren, aber ein paar Möglichkeiten dazu mit euch teilen, einfach damit ihr wisst, wie ihr von null an euer Geschäft hier ja bei uns aufbauen könnt und worauf es ankommt. Und dann gibt es natürlich eine Frage-Antwort-Runde. Wie gesagt, schreibt eure Fragen einfach in den Chat und dann werden die am Ende ja des Webinars dann dementsprechend beantwortet. Gut, prima. Lasst uns loslegen, dass wir keine Zeit verlieren. Wenn wir uns die aktuelle Situation im Energiemarkt anschauen, dann haben wir hier einen extrem, ja, eine extrem angespannte Situation aktuell. Und zwar, ich lese euch einfach mal ganz kurz vor, einfach nur von den letzten ein, zwei Tagen von Anbietern, die ihren Vertrieb komplett eingestellt haben. Das ist zum Beispiel E.ON Gas, Mainova Gas, Change Energy, Naturstrom, Lichtblick Gas, Neckermann, Absolut Natur. Also ihr seht, hier ist ordentlich was los. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Energiepreise ja aktuell ja quasi am Explodieren sind. Und ja, man merkt es an der Tankstelle, man merkt es im Strom, ja, und man merkt es beim Heizen, ja, dass die Kosten ja drastisch angestiegen sind. Und wo die Reise hingeht, ja, meine persönliche Meinung ist, dass sie weiter nach oben geht, aber das werden wir dann einfach sehen. Wir können da alle nicht in die Glaskugel schauen. Was uns aber die Situation einfach zeigt, ist, dass es notwendiger denn je ist, mit einem Energiereferenten zusammenzuarbeiten, der das Marktgeschehen überprüft und überwacht und dann zu gegebener Zeit seinen Kunden dementsprechend helfen kann. Gut. Schauen wir uns mal an, warum ist denn, also es gibt ja Gründe dafür, warum die Energiepreise steigen. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, wie die Energiepreise, wie so ein Energiepreis sich zusammensetzt, dann haben wir da im Prinzip drei Komponenten, die der eine Bestandteil vom Energiepreis ist, sind die Beschaffungskosten, ja, also alles, was ja auf Seiten des Anbieters anfällt. Das sind so circa ja, 25% vom gesamten Preis. Dann haben wir die Entgelte für die Netznutzung, ja, also die Leitungen, Zähler und so weiter, alles, was damit zusammenhängt, haben wir 23%, macht das in etwa ja, vom Energiepreis aus. Und dann haben wir noch diese ganzen Steuern und Abgaben, ja, was dazu zählt, das sind über 50%, also so roundabout 52%, ja. Und wenn man sich die Marge der Anbieter anschaut, dann haben die so 1 bis 3 Cent je Kilowattstunde, was die dann im Prinzip dran verdienen. Und dann sieht man eigentlich auch schon, ja, was das Problem ist, ja, weil einer dieser Bestandteile, ja, der ist momentan so ein bisschen aus den Fugen geraten und das sind, wenn man so will, die Beschaffungskosten. Und ja, man muss sich einfach nur umschauen. Ich teile jetzt mal ganz kurz den Bildschirm, vielleicht mal ganz kurz mir mitteilen, ob ihr das sehen könnt. So, kleinen Moment. Und zwar hier. Also, wie ihr seht, egal wo wir da aktuell hinschauen, ja,
Ihr braucht einfach mal bei Google nur eine Suche eingeben, Strom, Gaspreiserhöhung, dann auf News klicken. Egal, ihr seht, es sind 3 Tage, 13 Stunden, 2 Wochen, egal wann man im Prinzip das Ganze hier öffnet, ja. Ständig sind irgendwelche Meldungen da, ja, von Preiserhöhungen etc. Und das hat ja eine Ursache. Und wie gesagt, sind diese Ursachen begründet in den gestiegenen ja, Beschaffungskosten der Anbieter. Ja, und auch hierzu zeige ich euch gern mal, wie die Anbieter aktuell zu welchen Preisen die das Ganze einkaufen müssen. Dazu teilen wir nochmal einen Bildschirm. Kleinen Moment. Also, falls ich mal das ein oder andere ein bisschen länger brauche, um die Fenster zu öffnen, ich muss natürlich auch erstmal wieder reinkommen in die ganze Technik hier. Also, seht's mir nach. Habt ein bisschen Geduld mit mir, aber wir kriegen das hin. Ja, so, schauen wir uns mal an, zu welchen Preisen aktuell die Energielieferanten einkaufen. Wenn wir jetzt hier mal den Strompreis nehmen und schauen uns mal an, den Kurs bzw. die Preise vom 1.12.20 bis 5.10.21, also bis ja, vor 3 Tagen, dann sehen wir hier so bis Mai, ja, lief noch alles so, ich sag mal, ja, so ein kleines bisschen auf und ab. Hatten wir 5,335 Cent die Kilowattstunde und dann ging es eigentlich schon los, ja, Juni, Juli, August und dann hier im September 12,838 Cent, ja, und jetzt im Oktober aktuell, ja, 11,26 Cent. Also wir sehen mehr als eine Verdopplung, ja, im Strompreis und beim Gas ist es richtig gewaltig, ja. Also ihr seht hier, bis Mai lagen die Preise hier, so die Einkaufspreise, so irgendwo um die 1,7 bis 2 Cent, ja. Und dann ging es los, ja, ab Mai bis heute bei 8,911 Cent. Das heißt, ja, alle unsere Kunden, ja, oder jeder, es betrifft ja jeden, jeder, der Strom, jeder, der Gas nutzt, ja. Aber auch an der Tankstelle wird man es merken, ja, merkt man ja auch schon, ist es so, dass eine Preiserhöhung ins Haus flattern muss, ja, früher oder später wird die kommen und das ist natürlich für unsere Kunden, ja, für die Verbraucher ist es an und für sich halt eine schlechte Nachricht, aber für uns aus vertrieblicher Sicht ist es natürlich ja eine tolle Geschichte, ja, weil es ist eine Chance, die war so noch nie da, ja, und das Einzigste, und das ist, da kommen wir dann auch gleich so zum vertrieblichen Ansatz, das Einzigste, was man als Vertriebspartner jetzt in dieser Situation auf jeden Fall machen sollte, ist, ihr solltet einfach jedem sagen, was ihr beruflich macht. Ja, wenn ihr den Menschen sagt, hey, ich bin Energiereferent oder wenn ihr jetzt gerade am Anfang steht und sagt, ich mache eine Fortbildung zum Energiereferenten, wir haben momentan eine sehr angespannte Situation im Energiemarkt, ja, dann werdet ihr feststellen, ja, sobald die Preiserhöhungen ins Haus flattern, werden die Menschen auf euch zukommen, ja, weil natürlich will jeder gern Geld sparen, nur viele sind sich halt unsicher, wie sie das Ganze machen und worauf man achten muss. Und das ist natürlich eine riesige Situation für uns alle, aber nur für diejenigen, die auch tatsächlich ja nach draußen gehen, den Leuten auch sagen, was sie beruflich machen, ja. Ihr könnt einfach darauf hinweisen, sobald eine Preiserhöhung kommt, sagt Bescheid und dann schauen wir, was wir da für dich tun können. Ja, also eine tolle, wirklich eine tolle Situation und jeder, der die Situation jetzt nicht nutzt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, worauf man da noch warten will. Also ist eigentlich Pflicht, jetzt jedem Menschen zu sagen, was ihr beruflich macht, ja, und auch zu helfen, ja, und das ist ja letzten Endes unser Job, ja, den Menschen zu helfen, dass sie nicht mehr als nötig für ihre Energiekosten zahlen, ja. Im Übrigen veröffentlicht die Teleson jetzt zukünftig auch, das zeige ich euch mal auch gleich hier, über den Teleson-Ticker. Einen kleinen Moment. So, über den Teleson-Ticker. Na, wo haben wir's? Hier haben wir's. So eine Liste. Und auf dieser Liste seht ihr
einmal Gas und Strom, immer die aktuellen Grundversorger, die jetzt gerade ihre Preise angepasst haben. Ihr seht die Postleitzahlenregion, ja, und ihr seht hier immer die Erhöhung. Und ihr seht, hier sind wir beim Gas noch aktuell so, ja, plus 0,42, ja, 1,01, ja. Und hier unten im Strom, da haben wir schon, ja, plus 3,34, ja, 3,51. Also gewaltige Steigerungen. Und ja, da ist die kommenden Monate auch, ja, weiterhin mit zu rechnen. Wie gesagt, natürlich können wir alle nicht in die Glaskugel schauen, aber aktuell ist die Situation eben so, wie sie ist. Aber auf der einen Seite natürlich Problem für die Verbraucher, aber auf der anderen Seite auch eine Chance, ja. Und jeder Verbraucher hat jetzt noch die Möglichkeit zu schauen, okay, welche Anbieter gibt es denn am Markt? Und da würde ich euch als Vertriebspartner empfehlen, konzentriert euch auf große Anbieter. Warum? Weil die natürlich ganz andere Volumen einkaufen können, ja, und dementsprechend auch eine längerfristige Preisgarantie auch stabil halten können. Weil wir haben aktuell auch die Situation, gerade ja, gestern eine Nachricht von einem Teampartner erhalten, wo trotz Preisgarantie der Preis, ja, eine Preiserhöhung stattgefunden hat. Klar, der Kunde hat dann ein Sonderkündigungsrecht, ist ganz klar. Aber was man dann natürlich sieht, ja, ist, dass viele Anbieter auch die Preisgarantien nicht mehr halten können, ja, aufgrund der gestiegenen Beschaffungspreise. Und gerade bei kleineren Anbietern ist natürlich die Gefahr, dass die Preisgarantie nicht eingehalten werden kann, deutlich höher, wie ich sag mal, bei einem Weltkonzern, wie Vattenfall oder auch Shell. Und da sind wir auch schon beim Kern der Sache. Wir haben nämlich für unsere Kunden, ja, ja, den Vorteil, dass wir mit ausgewählten Partnern zusammenarbeiten, wo wir auch im Großen und Ganzen ja schon auch sicherstellen können, dass Preisgarantien eingehalten werden können. Auch, wie gesagt, wenn es nicht immer 100% dann so sein muss. Ja, deshalb. Wir haben eben halt aktuell die Situation. Ich gehe auch gleich noch auf das Thema Shell noch kurz ein bisschen näher ein, weil das aus meiner Sicht wirklich eine richtige Chance ist für auch unsere Kunden. Aktuell ist es halt natürlich so, dass es die Verbraucher auch, ja, ich sag mal, doppelt hart trifft. Auf der einen Seite war jetzt die ganze Zeit Corona, Homeoffice. Das heißt, die Leute haben sowieso mehr Verbrauch, ja, weil sie von zu Hause aus arbeiten, weil ja die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind, dann laufen die ganzen Geräte, Fernseher etc. Ja, also da wird es für viele sowieso schon teurer, weil sie mehr verbraucht haben. Da werden die Abschläge nach oben angepasst und dann kommt jetzt auch noch mal die Preiserhöhung dazu, die ja durch natürlich die gestiegenen Beschaffungskosten dann eben zu Buche schlagen. Und das ist natürlich eine Situation für den Verbraucher, die ist nicht ganz so dolle. Ja, so, und deshalb sind wir gefragt, zeigt, wie wichtig unser Job ist. Und ich kann es nur noch mal betonen, dass es für uns eine Pflicht ist, ja, dass wir so vielen Menschen wie möglich ja dabei helfen, dass sie nicht mehr als nötig jetzt in dieser Zeit dann auch zahlen. Aber Und das gestiegene ist dann Beschaffungskosten, steigende Preise an der Zapfsäule, an der Tankstelle, Heizen, ja, haben wir im Prinzip einen idealen Partner dafür, wo wir nicht nur, ja, ich sag mal, einen vernünftigen Preis im Strom oder beim Gas bekommen, sondern wo wir auch zusätzlich noch an der Tankstelle, an der Zapfsäule sparen können. Und da möchte ich dir ganz kurz, das hier auch nochmal zeigen, wie das Ganze nämlich funktioniert. Ich spreche von Shell. Ja, und Shell möchte eine kleine Folie. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen hier. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ihr das sehen könnt. Ja, jetzt hab ich gerade hier gesehen, wir haben eine Frage, die passt jetzt gerade dazu, deswegen nehme ich die jetzt Jetzt muss einfach man mal ganz mit kurz gucken, rein. ob ihr das hier sehen könnt. Das müssen wir, glaube ich, anders machen, weil das sehr klein ist. Ich beende noch mal kurz die Freigabe. So, Bildschirm teilen. Gebt mir einen Moment. So, jetzt müsste es besser sein. Und zwar
haben unsere Kunden, also wir haben eine Lösung für unsere Kunden, wie sie nicht nur bei Strom und Gas Geld einsparen können, sondern wie sie auch, ich sag mal, zusätzlich an der Zapfsäule, ja, nochmal bis, ja, je nachdem, 40 Euro im Jahr sparen können. Warum 40 Euro, erkläre ich gleich. Und zwar, ihr seht hier zwei Tankbelege, ja, und wie die Preisgarantie funktioniert, ja. Also, wir haben die Situation, wenn ein Kunde einen Vertrag mit Shell abgeschlossen hat, dann nimmt er automatisch zum einen am Club Smart Programm teil. Das kann aber der Kunde auch ohne, dass er einen Strom- oder Gasvertrag hat. Und der Vorteil ist, wenn an diesem Club Smart Programm der Kunde teilnimmt und er zusätzlichen Strom- und Gasvertrag hat, bekommt er eine weitere Preisgarantie. Bedeutet, der Kunde hat, jetzt gehen wir mal davon aus, er hat keinen Strom- oder Gasvertrag über Shell, nimmt am Club Smart Programm teil. Dann hat der Kunde die Situation, dass er für jedes Mal, wenn er tankt, bekommt er Punkte. Und es gibt bei Shell eine Preisgarantie, die besagt, okay, wir checken die 10 Tankstellen im Umkreis und dann heißt die Preisgarantie, dass man nicht mehr wie 2 Cent maximal teurer tankt, ja, pro Liter als die günstigste Tankstelle im Umkreis, ja. So, und jetzt kommt noch was dazu. Wer einen Strom- und Gasvertrag hat, der hat eine zweite Preisgarantie sozusagen, der spart nochmal 4 Cent. Ja, und das sieht man hier. Der Kunde hat also die erste Preisgarantie. Ja, das sind 6 Cent, ja, die er spart, ja, im Vergleich zu den Tankstellen im Umkreis. Ja, und dann bekommt er nochmal die 4 Cent Preisgarantie. Ja, oben drauf, das heißt, es wären jetzt 10 Cent, ja, Ersparnis macht 3,97 €. Und hier haben wir sogar ein Beispiel mit der Preisgarantie 0,09 Cent gespart plus nochmal die 0,04, ja, macht also dann roundabout 10 Euro. So, und deswegen sage ich so um die 40 Euro im Jahr, weil diese zweite Preisgarantie, diese 0,04 Cent je Liter, die gibt es nur auf maximal 1000 Liter pro Vertrag, ja, also pro Gas- und pro Stromvertrag. Gut. Dann gibt es natürlich noch Prämien und so weiter, wo der Kunde sich dann noch sichern kann. Also eine tolle Geschichte. Und wie die Preisgarantie nochmal genau funktioniert, habe ich hier ein kleines Video und das schauen wir uns mal kurz an. Tanken in Deutschland. Da hat sich in den letzten Jahren etwas verändert. Mit Einführung der Markttransparenzstelle wird die Öffentlichkeit über die wechselnden Kraftstoffpreise informiert. Shell hat sich deswegen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Shell ClubSmart Preisgarantie. Sie gilt für registrierte Shell ClubSmart Mitglieder. Sie zahlen an jeder teilnehmenden Shell-Station höchstens 2 Cent pro Liter mehr als an der billigsten Tankstelle im Umkreis. Dabei werden von der besuchten Shell-Station nach Luftlinie die nächsten 10 Markentankstellen im Umkreis berücksichtigt. An Bundesautobahntankstellen gelten die in Fahrtrichtung nächsten 2 vor- und nachgelagerten Bundesautobahntankstellen auf derselben Autobahn. Das gilt für unsere hochwertigen Standardkraftstoffe Shell Super Fuel Safe 95 und E10 sowie für Shell Diesel Fuel Safe. Und wer noch keine Shell ClubSmart-Karte besitzt oder sich bisher nicht registriert hat, der kann an der Station gleich eine Shell ClubSmart-Karte mitnehmen und sich anschließend registrieren über die Shell ClubSmart-Website oder mit Hilfe der Motorist-App. Die Registrierung ist spätestens nach 72 Stunden abgeschlossen. Dabei steht immer eine Aussage im Vordergrund. Das Leben ist zu kurz, um Benzinpreise zu vergleichen. Die Shell ClubSmart Ja, also besser hätte man es eigentlich jetzt gar nicht erklären können, ja. Wichtig ist,
Und das möchte ich, dass das rüberkommt. Wir haben tatsächlich Lösungen für unsere Kunden und dementsprechend ist es auch, könnt ihr da mit breiter Brust dann dementsprechend rausgehen. Ja.